Kamera läuft. Läuft. Action 4. Ja, aber sowas von. Ja. Also ich mache die Bodycam auch gleich an. Und hat ein Foto gemacht. Halt mal, die ist falsch eingestellt. Mann, jetzt habe ich nicht gelächelt. Auf Video. Ja, das ist die, wo ich Kleber drauf gemacht habe. Ne? Ja. Das kann ja schon sein, dass ich da ein paar Mal drauf rumgedrückt habe, weil die ist ja angegangen gewesen. Okay, die macht. So, okay. Alle Kameras laufen. So, habe ich Auto zugeschließt? Ja. So, okay. Wo sind wir? Ihr seht es selber. Genau. Wir sind am Denglerstein. Letzte Woche konntet ihr live dabei sein, wie wir das hier erkundet haben, weil hier über 2 Jahre gesperrt war wegen der afrikanischen Schweinepest. Und ja, wir haben jetzt über reine EVPs in einer der letzten PUs gesagt bekommen, dass wir hier den Herrn Dengler besuchen sollen und dass die Zufahrt frei wäre. Und ihr seht's, die Zufahrt ist frei. Genau, warte ganz kurz. Der Film dazu, wo die EVP kam, war die Deponie. Da kommt die EVP. Da sind nicht wir das Müll? Nee, Deponie, stimmt, das letzte. Die Deponie. Hm, genau. Und das lassen wir uns jetzt natürlich nicht nehmen. Wir haben auch 2, 3 Fragelchen. Jo. Und wir haben hier noch ein paar Sachen offen, weil sonst haben wir eigentlich uns immer direkt hier aufgehalten, hier in dem Bereich Denglerstein, hier auf dem Weg, sind wir so ein bisschen hin und her gedappt. Aber mittlerweile sind ja viel krasser drauf und heute geht es hier. Da hoch, auf diesen Berg geht's jetzt. Wir haben den Herrn Dengler schon bereits unterwegs Bescheid gesagt, dass wir da hoch wollen. Wenn er mag, kann er mitkommen. Und ich denke, der wird auch mitkommen. Ich würde sagen, nicht lange schnacken, ruft da. Na? Los geht's. Los geht's. Ja, wir gehen. Ich würde hier so reingehen und dann so von der Seite hoch irgendwie vielleicht. Okay. Also das war jetzt der Plan. Ich habe mir das letzte Mal angeguckt, ob man da irgendwie so. Hier müsste man jetzt hier rein. Hier kommen wir relativ gut durch. Und dann jetzt hier hoch. Ja. Ja, ihr lieben Seelchen und Energien. Wir freuen uns, wenn ihr uns begleitet. Ich habe nachher auch noch was für euch dabei, aber das lege ich euch später dann hin. Wir würden uns natürlich freuen, wenn der Herr Dengler direkt mitkommt, der Alfred Dengler, gerne auch ihr Sohn, wenn er möchte. Dann würden wir uns freuen, wenn der Herr Hermann Göring vielleicht mitkommen würde oder zu uns stößt dann. Zur besseren Kommunikation wäre natürlich auch der Herr Ludwig Kumpf eingeladen und die Emily gerne. Und alle anderen sind sowieso immer herzlich willkommen hier bei uns. Ja, und wenn ihr möchtet, wir haben wieder hier unsere Mikrofone hier dran. Die Gina hat das gleiche, also mit so einem Puschel hier, ihr seht das. Da könnt ihr reinquatschen, weil die Kamera, die wird nur ausgewertet, Leute. Die anderen bitte nicht reinsprechen, ihr wisst das ja. Eigentlich wisst ihr das. Oh, oh. Was? Ja. Na ja, dann mal los, ne? So, wir machen hier wieder Exkursion. Hier ist mal ein umgekippter Baum gewesen. Das ist doch schon mal eine prima Übung für nächste Woche. Ja. So, Leute. Wir gucken uns hier einfach mal um. Also hier, wir verfolgen jetzt hier nochmal für die Allgemeinheit keinen vermissten Fall oder irgendwas. Das ist reines privates Vergnügen hier. Ja, hier sieht man auch noch mal ganz gut, wie es den Baum umgekippt hat und wie der ganze Unterboden reiner Sand ist. Reiner Sand. Also, da liegt noch so ein Stein. Jo. Aha. Das Einzige, was den Fall Rebecca mit dem Denglerstein verbindet, ist, dass wir hier das erste Mal über eine Rückmeldung den Namen Rebecca Reusch gehört haben. So sieht es nämlich aus. Ja. Hier geht es relativ gut steil hoch. Ja. Ey, andere gehen irgendwelche Wanderwege. Wir nicht. Ist doch toll. Hier. Ja.
Hier. Ja. Hier. Ja. Hier ist auf jeden Fall, guck mal, wie das Laub hier aussieht. Hier ist auf jeden Fall was lang gelaufen. Also hier war ich jetzt gerade noch nicht. Ne? Also, und das ist hier eindeutig hier aufgewühlt. Und das geht da in die Richtung weiter. Okay. Das Gefühl, man kommt so in eine andere Welt, oder? Ja. Man ist gar nicht mehr auf der Welt, sondern man ist irgendwo anders. Was ist hier mit dem? Wieso ist der so abgerindet? Da hinten nämlich nicht, guck mal. Und hier vorne ist er komplett abgerindet. Ja, es sieht schon aus, als hätte sich da irgendwas brutal zu schaffen gemacht dran, oder? Ja, irgendein Tier oder so. Irgendwas, vielleicht irgendwelche Eckzähne gewetzt, Wildschwein vielleicht. Falls ihr das wisst, dann schreibt ihr uns das mal bitte in die Kommentare. Also ich weiß, dass auch Hirsche. Aber der ist stabil, also der ist jetzt nicht morsch, der Baum. Dass Hirsche ihr Geweih auch an den Bäumen versuchen, diese Haut abzubekommen, diese fluffige Haut. Ja. Aber das sieht jetzt irgendwie. Das sieht schon jetzt ein bisschen sehr. Oder es ist irgendein Tier, weil da bei dem. Ich habe gerade einen Trampeln gehört. Bei dem Baum sind auch so Löcher in der Rinde. Vielleicht ist es irgendein Käfer oder sowas. Das kann natürlich auch sein, dass das manchmal richtig rondulieren. Einfach nur ein Käfer ist. Und hier sind so eine fetten Löcher in der Rinde. Man sieht auf jeden Fall jetzt aber hier. Aber das ist auch ein toter Baum, Leute, hier. Der hat hier nichts sonst. Da ist nichts mehr. Ja. Okay. Oh, mein Schuh ist offen. Moment. Okay, Schuh ist offen, ist blöd. Gina hat jetzt die Kamera eingestellt, damit ihr mal die Gina-Schleife sehen könnt. Oh, Tier, geh weg. Sonst binde ich dich hier mit ein. Ich habe mich eben gerade schon gewundert, dass mein Schuh irgendwie locker ist. Dachte noch, ich muss den noch mal nachbinden. Ja. Siehst du? Na gut, dass du geguckt hast. So. Der passt aber, oder? Jo. Okay. Ja, gehen wir mal hier weiter hoch, wa? Ja. Oh, es wird immer enger hier. Hä?
Der Baum macht Geräusche. Ja, die Rinde fällt doch gleich ab. Das hat gerade so gemacht. Okay. Also kein Knarzen vom Baum. Also ganz, ich bin gespannt, ob es auf dem Mikrofon zu hören ist. So ein ganz okay, komisches. Okay, dann werden wir an der Stelle deine Kamera mal checken. Ja, oder ein Mikro. Das ist ja auch direkt an mir. Ja, ja, aber wenn ich jetzt gerade gesprochen habe. Oh, ein Schmetterfalter. Ja. So, durch hier, Leute. Ich freue mich aufs Tretlein. Könnt ihr mir vorstellen, dass es in den Rauner Bergen nicht so krass ist? Nimmst du nicht? Nee. Ich weiß es nicht. Wir werden ach, hier das von war, glaube ich, der Schmetterling. Eben ja. Gerade ist eben was hier, um hier, deinen hier, Kopf hier, rumgeflogen. Der fliegt hier. Ja, der fliegt dort. Ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt auf der Kamera habe, weil der ist so klein. Also das Display ist auch so klein, man sieht schlecht. Drüben liegt ein Findling, ein Stein oder sowas. Ja, ich sehe ihn. Siehst du ihn? Ich sehe ihn, ja. Sieht aber nicht aus, als wäre da irgendwas Besonderes, oder? Nö, umgekippte Bäume sind hier ganz viele. Auf jeden Fall. Also ich würde sagen, ich habe hier tatsächlich einen Größenvorteil, ne? Das auf jeden Fall, ja. Ich gucke auch immer, wo man hier einen relativ günstigen Weg bekommt. Wunderschöner. Guck mal, hier ist irgendwie so ein Abdruck drin. Hier. Ja. Irgendwie. Mhm. Was? Ja, auch hier. Also das sieht natürlich aus. Wow. 10 Minuten im Wald dreckig. Herr Radek. Ja, Gina hat hier hundertprozentig den größten Vorteil. Oh, das ist ja ein Tierpfad. Hier lang geht die Tierpfad. Ich glaube nicht, dass hier irgendwelche Menschen langlaufen. Nee. Außer wir halt. Gibt nicht so viele Verrückte wie uns. Ja. Ich bin, pass auf, hier sind Dornen. Der ist schon abgestorben. Der Ast. Oh, ich kämpfe mit dem Ast. Okay. Ich habe gewonnen. Wow. Das ist eindeutig hier ein Tierpfad. Hier ist auch das ganze Laub so umgehakt. Jetzt ist man hier auf einer geilen Lichtung. Kommt schon irgendwie krass, ne? Ja. Vor allem, wie die Bäume hier liegen. Ja. Eine fette Lichtung hier, Leute. Echt interessant. Auf jeden Fall. Wieder so ein Baumfilz. Oh, diese Ruhe, ne? Ja, es ist schön hier. Echt schön. So muss das sein. Und ich weiß wieder nicht, wo ich als erstes hingucken soll, weil das so... Ja, sind so viele Eindrücke gleich wieder, ne? Ja, ja. Im Prinzip könnte man sich jetzt hier hinsetzen
und einfach nur gucken. Ja. Und du hättest irgendwie nach einer Stunde noch nicht alles angeguckt. Ja. Zum Beispiel der Baum mit seinem Auswuchs da, ne? Ja. Uiuiui. Ui. Dann mache ich auch schon wieder Lärm hier, damit die Tiere wissen, dass ich da bin. Ja, somit sind die dann auch gleich wieder weg. Guck mal, hast du den Pilz gesehen? Ja, den habe ich schon gefilmt. Ja, ja, sehr gut. Den habe ich schon entdeckt. Wäre jetzt ja auch komisch gewesen, wenn du den nicht entdeckt hättest. Den habe ich entdeckt. Oh, guckt mal hier. Dieser Auswuchs hier von dem Baum. Sieht auch schon recht komisch aus. Ah, der lebt noch, der Baum. Ja. Aber guck dir mal diesen Auswuchs an, ne? Schon riesig. Ja, und das ist jetzt ein Nadelbaum. Das ist ein Nadelbaum, ja. Das ist einfach nur Rinde. Ja, aber ganz komisch, ne? Die ist auch hier ist sie fester, hier ist sie lockerer. Ja. Interessant. Interessant auf jeden Fall, was wir alles entdecken. Und ihr begleitet uns hier. Ich würde mal sagen, wir gehen noch mal hier noch mal so ein bisschen hier so rein. Hier hinten geht es wieder bergrunter jetzt dann. So wie es aussieht. Sind wir, haben wir jetzt tatsächlich hier den höchsten Punkt schon erreicht? Ja, ich würde sagen, das ist hier der höchste Punkt. Hier liegt ein Baum quer, der so umgekippt ist. Ah, jetzt ist die Gina mal in ein Loch getreten. Das Loch war tiefer als gedacht. Mhm. Ich habe es zwar gesehen, aber ich habe nicht gedacht, dass es so weit runtergeht. Ja, hier waren auch Tiere am Werkeln. Hier eindeutig. Also es muss hier. Ja, und hier hinten geht es auf jeden Fall wieder bergrunter dann. Wenn man hier durchgeht, guck mal. Ja. Es ist so eine Anhöhe hier, ne? Ja, das ist so ein Hochplateau. Ja. Kann man bald sagen. Sowas in die Art. Mal da drüben gucken, wie wo es da weitergeht. Ja. Gehst du vor? Jetzt musst du ja den Autoschlüssel verlieren. Na, ja, bitte nicht. Viel Spaß beim Suchen. Das würde ich gerne mal ein Reh sehen wollen, Herr Dengler. Zur Mittagszeit ist schwierig. Ja, habe ich ja erst gelesen. Die haben sich irgendwann umgewöhnt, weil sie vor Menschen Angst haben. Mhm. Und die wissen ganz genau, dass die Menschen eher tagsüber hier durch die Gegend tingeln. Die kommen in der Dämmerung wieder raus. Hier unter den Buchen haben wir das ja auch gesehen, ne? Ja, da kommen sie auch immer erst abends, ja. Früh am Morgen und abends dann wieder. Aua, oh, das ist alles Dorn hier. Hier hängt innen in meinem Sacramento. Jetzt weiß ich auch, wer mir den Schuh aufgemacht hat. Jetzt weiß ich auch, warum Gina hier lang gehen wollte. Will mich nur stänkern eigentlich. Ich muss dich doch trainieren. Für Mittwoch.
So, dann machen wir halt einen Doppelknoten. Ja, das sollte ja dann halten, wa? Ja. Ja, weil sonst, wenn man durch die Brombeeren geht, dann machen die einem immer wieder die Schuhe auf. Wie dicht das hier ist, ne? Ja, das ist Wahnsinn, ne? Echt voll schön. Also hier mit Wegrennen ist hier nichts, ne? Nö, vor was willst du noch wegrennen? Vor dem Wildschwein. Ist ja eine Star. Wildschwein, Hornisse, es gibt so einige Sachen, wo ich rennen kann. Und auch Würde. Ist doch gar niemand anwesend. Alle fort. Warte mal. Wollen wir hier mal was fragen? Kann man machen, ja. Guten? Ja. Habe ich aber das kleinste Tripod gefunden, ne? Den es gab bei mir zu Hause. Das sollen 3 Meter sein, ja. Wie der Wind kommt. Schön. Ja, nur Dotte. Wie gewaltig sich das anhören kann, ne? Ja, ja. Ah, jetzt hat es den Stand. Okay, jetzt kann ich die wieder nehmen. Wo hast du deine hingelegt? Die steht da. Okay. So, hallo ihr Lieben. Wir freuen uns sehr, dass wir heute mal wieder hier sein können. Ist denn hier jemand mit uns hier hochgekommen? Das ist fein. Ja, wir gucken uns jetzt hier ein bisschen um. Auf jeden Fall. Und finden das hier schon mal sehr interessant, wie dicht das hier alles ist. Ja. Und dann wollen wir in die Richtung da irgendwie wieder runtergehen zum Hauptweg. Und ja. Genau. Ja, ist der Herr Dengler denn mit hier oben? Okay, und ist der Herr Göring auch hier? Ja. Wir haben gehört, dass ihr beide, also Herr Dengler, Sie und Herr Göring, Sie, dass Sie miteinander zu Lebzeiten gearbeitet haben. Ja. Und da ging es um die Aufforstung, ja, neu gewonnener Gebiete, möchte ich sagen. Mhm. Ja, da findet man einen einzigen Bericht im Internet, in den Medien haben wir jetzt gefunden, dass das so war. Und da wollte man nochmal nachfragen bei Ihnen, ob dem so ist. Aber haben Sie ja gesagt. Danke dafür. Ja.
Der Herr Dengler hat uns, also wir, uns wurde gesagt, wir waren an einem anderen Platz in der Nähe vom Scharmützelbob auf einer Deponie. Und da hat irgendjemand von den Energien uns gesagt, dass wir hier zum Herrn Dengler wiederkommen können. Ja. Gibt es denn was Wichtiges, Herr Dengler, was Sie uns vielleicht mitteilen möchten? Ja, okay, das können wir dann gerne später übers Radio versuchen. Da können Sie ja Worte bilden. Ja. Weil über die Routen geht ja nur ja, nein. Es sei denn, Sie sprechen ganz laut auf die Mikrofone, dass wir das hören, aber dann bitte auch ganz laut, also so laut, wie Sie können, damit wir das hören. Ja, ich habe den Verdacht, dass das was mit Ihrem Sohn zu tun hat. Ist das richtig? Nein. Es wird nein, okay. Danke. Mit Ihrem Sohn sind Sie aber jetzt im Guten, Herr Dengler. Sehr schön, das freut mich. Also hat diese sogenannte, ja, ich nenne es mal Familienzusammenführung, doch geklappt, wunderbar. Ja, dankeschön. Ja, das habe ich gerade, es fällt mir gerade nichts. Was ist denn mit der 109? Ah, ja, genau. Soll die Zahl für uns irgendwas bedeuten? Ja. Können Sie uns darüber dann über das Radio auch genauere Informationen geben? Ja. Okay, das wäre super, weil das haben wir noch nicht so durchblickt. Mhm. Ist, ja. Ist der Herr Kumpf auch anwesend? Herr Kumpf, Frage an Sie. Sie hatten ja die 101 bzw. 101. Ja, genau. Das war Ihr... Ja, Ihre Rufkennziffer, wie auch immer man das benennen will. Wir gehen der Annahme, dass die 109 für uns bestimmt sein könnte als Rufkennzeichnung. Ist das richtig? Okay, dann gab es aber nicht viele paranormale Forscher oder Jenseits, die mit dem Jenseits gesprochen haben, wenn wir die 9 sind und sie die 1 waren. Dann gab es ja nur irgendwie ein paar Leute dazwischen, die nummeriert waren. Wieso wackelt die so? Keine Ahnung. Okay. Ich mach das nicht. Menschen, die so eine Nummer bekommen, Herr Kumpf, sind das, ich will mich nicht im Himmel heben oder irgendwas, aber sind das dann ausgesuchte Menschen von Ihnen oder von den Energien, die vielleicht einfach echt freundlich sind, was weiß ich, keine Ahnung. Ja, also Sie suchen sich die, irgendjemand bestimmt dann die Nummer, der und der kriegt die jetzt, weil er gut drauf ist, weil er cool ist. Irgendwie ja. In die Richtung. Ja, danke schön. Ja, dann gab es aber nicht viele, ne, zwischen Ihnen und uns jetzt. Das wäre die 2, die 3, die 4, die 5, die 6, die 7 und die 8. 7 Leute, die eine Nummer gekriegt haben. Ja. Die das mit Ernsthaftigkeit machen, also so wie wir eigentlich, ja. Richtig. Gefällt Ihnen der Wald hier, Herr Kumpf, wo wir jetzt hier gerade stehen? Ja. Ist ja auch schön. Der ist richtig natürlich. Also natürlicher geht es, glaube ich, nicht. Wir haben auch schon viele, viele Kassetten von Ihnen digitalisiert und auch im Internet veröffentlicht von Ihrer Transkommunikation mit dem Magnettonband. Wir fanden da echt vieles sehr interessant. Natürlich haben wir bei einigen Sachen auch mal was anderes verstanden, wie Sie gesagt haben, aber ich denke, da
ist ja auch jeder Mensch und jedes Gehör irgendwo anders, dass man da auch mal was anderes versteht. Ansonsten absolut interessant, das mal so an der Stelle. Wollen wir ihn einfach mal nur so mitteilen. Ja. Okay, würde ich sagen. Ja. Okay, dann bedanken wir uns erstmal genau. Hier an der Stelle. Vielen Dank, ihr Lieben. Wir gehen jetzt, damit ihr es wisst, in die Richtung wieder runter, versuchen auf dem Hauptweg zu kommen und werden uns dann am Denglerstein treffen. Ja. Nochmal mit Ihnen allen. So, da steht die 360-Kamera. Da gibt es dann ein kleines Extra-Video, wo ihr dann selber drehen könnt. Ich werde es verlinken und der Link wird jetzt dann da oben in der Ecke oder in der Ecke kommen. Da geht jetzt so ein Infofenster dann auf und da könnt ihr dann drauf drücken. Dann könnt ihr das euch nochmal angucken und selber die Kamera selber steuern sozusagen. Für unsere Zuschauer ist uns nichts zu dämlich. Da machen wir alles, da nehmen wir auch mal die 360-Kamera mit. Das Modell ist auch unten in der Beschreibung verlinkt, wer da Interesse hat, einfach mal nachgucken. Wir schlagen uns jetzt hier durch weiter. Ja. Ja. Sitzt irgendwas auf mir? Hä? Sitzt irgendwas auf mir? Irgendwo hier? Nö. Ist irgendwas geflogen an mir gerade? Ja, ich sehe aber nichts. Hm? Nee, ein bisschen Dreck ist hier, was hier vom Baum fällt. Es war irgendein Käfer oder sowas. Warte, ich gucke auf der Mütze. Nee, da ist nichts. Da ist nur so Spelzen und sowas. Mhm. Also so Getreide. Nee, es hat auch Wut gemacht. Also. Okay. Es war was Lebendiges. Definitiv. Ich würde sagen, dadurch. Da. Da? Ja. Nicht da? Da? Nee, da ist hier dieses. Na, wisst schon. Achtung, hier kommt ein Loch. Ein Loch? Kleines, aber okay. Es ist trotzdem ein Loch. Das langt zum Umknicken. Ja, da lang. Das ist eine gute Idee. Oh, was ist das hier für ein Stachelzeug? Brombeeren. Brombeeren? Das sind Brombeeren, ja. Kann man essen, wa? Ja, also die Blätter könnte man dann auch als Tee kochen und so. Ja. Aber Früchte sind ja gerade keine drin. Nee, die brauchen noch ein aber bisschen. Aber die. Warte, sieht man hier welche? Moment. Hier sind noch gammelige dran, guck. Das sind noch ganz vertrocknete. Ja. Oh, eine Dorne im Finger. Das ist hier mein Territorium. Ich habe doch. Wann habe ich erzählt? Gestern oder vorgestern, dass ich im Wald früher mal durch die Brombeerenhecken geastet bin. Wie wenn es jemand aufgetürmt hätte, ne? Ja, ne? Die ganzen Äste hier. Ja. Wie wenn es jemand hingelegt hat. Oh, Leute. Ihr könnt euch nicht vorstellen, es ist sehr beschwerlich hier zu gehen. Hier ist. Aber das macht Spaß. Totholz? Ja, da für können wir Feuer machen. Können wir Feuer machen, genau. Hier auch Totholz, überall Totholz hier. Hier steht ein Jägersitz. Was Jägerhochstand. Steht da? Tatsache, hier mitten im Wald, ne? Ja. Ah, also ist hier auf jeden Fall Tierzeug. Achtung, hier sind Menschen vor Ort. Okay, weiter. Nicht, dass der denkt, hier kommt ein geiles Reh angelatscht, ein schwarzer. Ein geiles Reh. Naja. Und dann haben wir eine Kugel am Arsch.
Jetzt geht es aber hier wieder steil bergab, wa? Ja. Ah, der hängt hier fest, okay. Bitte? Ich habe gesagt, der hängt hier fest. Ja, wenn die Gina durchs Unterholz robbt, dann ist hier kein Baum mehr sicher. Das sage ich euch. Ich trete nur auf die Tothölzer. Ja, legt euch nicht mit der Gina an. Ich mache keinen Baum kaputt. Das würde ich nicht machen, wenn es nicht unbedingt sein muss. Ja, nee, muss man nicht immer. So, jetzt wird es ein bisschen lichter. Ja, warte mal. Ja, ich warte. Halt mal die Kamera bitte. Ja. Sag mal hier von ganz oben gucken, so weit hoch wie ich komme. Dachte ich gerade kurzfristig, es steht jemand neben mir. Was man da sieht. Okay. Ob man überhaupt was sieht. Okay. Du dachtest, jemand steht neben dir, ja? Ja. Aber wieder nur so ein Augenwinkelding. Okay. Na, vielleicht war ja auch jemand hier. Ja, wir gehen hier den Tierpfad runter. Das ist ein Tierpfad wieder hier. Das ist gut, dass hier Tiere rumlaufen. Die haben da schon platt gelatscht. Oha, hier gibt's Biberns. Guck mal den Baum an. Das müssen wir uns angucken, gehen aus der Nähe. Wir müssen langsam machen und erst mal gucken, weil hier können ja Wildschweine drin hocken irgendwo. Ja. Eins, zwei. Hallo Schweinis, willkommen. Ich habe euch auch was mitgebracht im Auto. Wenn ihr lieb seid, dann kriegt ihr was. Das sieht aus, als hätte sich da jemand eine Kuhle gegraben. Guck. Mhm. Krass, also das ist jetzt ja hier wirklich Wildnis. Das ist ja... Na, leise. Mega. Da ist der Biberbau. Da. Sieht jedenfalls so aus. Sind die nicht eigentlich am Wasser? Ja, guck mal. Oh, warte mal, ich habe irgendwas im Schuh. Vielleicht als Erstbehausung. Ja, vielleicht ist das sein Wochenenddomizil. Dann ist unter Garantie hier auch der Biber runtergelatscht. Hier geht's in ein Loch. Nur zur Info. Okay. So Leute, ich hatte eine Nadel im Schuh. Das hat Aua gemacht. Die Kameraführung ist heute für den Arsch hier bei mir. Jetzt dachte ich gerade, da hat sich was bewegt. Kann aber auch Irrtum sein. Guckt euch das mal an, Leute. Ist das cool oder ist das cool?
Also wo so ein Baum steht, ist ein Biber nicht weit, ne? Der hat ja rumgenagt auf jeden Fall. Und ich meine, hier stand auch irgendwo ein Schild von wegen, dass hier irgendwo Biber die Straße queren, aber es ist weiter hinten gewesen, glaube ich. Okay, na gut, wir wissen jetzt auch nicht, wie weit wir jetzt hier abschüssig sind, sage ich mal. Man hat echt gerade das Gefühl, man kommt so in eine andere Welt, oder? Ja. Man ist gar nicht mehr auf der Welt, sondern man ist irgendwo anders. Da, wo schön ist, nämlich hier. Warte mal, lass uns mal kurz hier. Oder lass mich einfach mal, warte du hier. Ich will mal hier hochgehen, weil guck mal, hier ist ein Pfad. War gerade mein Bauch. Überall hier so eine Dorn im Schuh. Aber Leute, was meint ihr? Guck mal, der Baum ist wirklich noch riesig groß. Und hier wurde einmal schön ringsherum gefuttert und abgemeißelt. Und hier, den hat er schon hier erledigt, hier den hier. Hier, guck mal, hier, oh, das sind alles abgefressene. Ja, die, wo hier quer liegen im Wasser, die sind auch alle so abgefressen. Ja, die sind alle abgefressen. Biber. Und das machen die ja in der Mitte von diesem Ding hier, siehst du auch so kleine Stöcke aufgehäuft. Ja. Das sieht aus wie ein Biberbau. Ja. Weil die gehen ja oftmals im Wasser, unterirdisch in den Bau rein. Ja, genau. Auf jeden Fall ist ja mitten im Wald so ein Tümpel. Ich finde das wieder total schön. Ja. Leute, was meint ihr?
das schön oder ist das schön? Der ist hier voll am Arbeiten. Hier vorne liegen auch die ganzen Stöcke da im Wasser. Ob wir den jetzt sehen, dann ist die Frage. Die legen sich nicht von alleine dahin. Nee, ich glaube nicht, dass wir den jetzt sehen werden. Ich meine, der wird uns so gerochen. Die sind auch relativ scheu, ja. Ja. Ich würde dann sagen, wir gehen dann, wenn die Mücke abgehauen ist, da lang, rechts vorbei. Und dann zum Weg. Mhm. So. Hier und dann zum Weg hoch. Ja. Genau. So würde ich sagen, weil hier links macht keinen Sinn. Hier ist alles so. Das war mein Plan. Extremes Unterholz. Ich würde sagen, wir gehen hier so lang, da lang. Irgendwie. Schön. Ich könnte jetzt hier auch bleiben. Echt cool. Leute, wir können es euch nur ans Herz legen. Ja, wir sind jetzt eine Stunde gefahren von Berlin hierher. An Korin vorbei und dann rechts rein in den Denglerweg. Kommt da zum Denglerstein, geht dort in die Wälder, guckt euch um. Sprüht euch ein mit Zeckenschutzmitteln, haben wir auch gemacht. Und dann rein da in den Wald. Die Luft hier alleine ist so enorm krass genial. Es ist einfach nur schön. Ja. Heute spielt auch noch das Wetter mit. Ihr seht es selber. Wir haben bewölkt und blauer Himmel. Aber ja, was will man mehr? Ne? Was will man mehr? Es ist einfach nur genießen. Wenn wir Glück haben, vielleicht sehen wir den Bär noch an irgendeiner anderen Stelle rumlaufen oder irgendein anderes Tier. Aber ich denke, dafür waren wir jetzt ganz einfach schon zu laut, wo wir hier runter gekommen sind. Und da auch im See da, seht ihr ja auch, da ist ja auch gehäuft. Da wo jetzt mein Finger ist, da hat er sich ja auch was hingebaut. Ja, der olle Biber. Es geht der Biber Butzelmann in unserem Kreis herum. Schnidelbumm. Was macht die ins. Die 360 habe ich wieder oben. Der Specht klopft sich einen ab hier. Das finde ich immer so verblüffend. Ja, guck mal, vor allen Dingen, das ist so ein Riesenbaum, ne, wenn der umkippt. Ne? Wenn der den mal irgendwann durch hat. Ne? Ja. Und ich sag dir, der Baum wird genau da reinkippen. Und das musst du erst mal überlegen. Der berechnet sich das. Dass der das so nagt mit seinen. Das ist krass, ne? Was war das? So ein Biber, ein Vogel, irgendein Vogel. Okay. Könnte wieder eine Krähe gewesen sein. Dass ein Biber das so drauf hat, weil man sieht es ja hier ringsrum. Das sind alles Bäume, die hier standen und die sind alle so abgenagt, dass die da reinfallen. Was ein schlauer Kerl. Die Architekten der Natur. Ja, auf jeden Fall. Ja, hier, guck mal, hier sieht man ja auch hier. Ich sehe hier ständig irgendwelche Sachen, die nicht da sind, ey. Hier? Ja, hier wollen wir jetzt nicht reingehen. Hier sieht nach Loch aus, ne? Das sieht nach einem Loch aus. Das könnte jetzt tatsächlich so ein Biberloch sein, wo der drinnen wohnt. Da haben wir jetzt eine Festung. Wie schön der das macht. Ja. Krass. Wir versuchen mal da. Ich versuche euch mal da ein bisschen heranzubringen. Oder du hältst mal die Kamera. Ich kann. Also ihr müsst dann auf die Insta umschalten, mit der komme ich weiter rüber. Hier, das krasser Typ. Das sind krasse Typen, die Tiere. Oh,
Vor allen Dingen, Leute, auch hier, wenn man, wir gehen ja, jetzt mal. Überall sind so Stechsel nur noch. Guckt euch das mal an hier. Das sieht einfach, ja, sieht schon lustig aus. Alles abgefressen, ne? Ja. Und umgeschmissen. Das sieht echt lustig aus. Der baut halt seine Wohnung, ne? Ja. Ich kann mir vorstellen, dass manche Förster das gar nicht so witzig finden. Nee, das habe ich auch schon mal gehört. Deswegen sind sie auch froh, wenn die sich nicht so weit ausbreiten und an ihren Schuh ist offen, glaube ich. Meiner? Ja. Nö. Oder? Naja, ein bisschen nur. Okay. Da musst du noch mal die halten hier, da kann ich mal zuknoten. Ich versuche die mal hier. So. Kann ich die noch mal zuknoten hier? Ja, ist jetzt, wenn man hier durch die ganzen Dornen und durch dieses ganze Unterholz stappt, dann bleibst du ja doch irgendwo mit der Strippe hängen. So. Okay. Also wir gehen jetzt hier wieder von dem Biber ein bisschen weg, Leute. Weil wir wollen den ja jetzt auch nicht so derbe stänkern, ne? Ja, und wir gehen jetzt auch extra in Richtung Dengner Stein wieder. Da ist ja auch eine Bank und so. Ja. Da machen wir das Radio dann noch mal an, weil hier, ich will den auch nicht nerven hier. Nee, deswegen, wir haben uns jetzt hier umgeguckt. Ich denke, das reicht auch. Die Pollen kicken wieder. Ja. Müssen wir uns hier erstmal noch einen Weg suchen. Ja, einfach durch. Ja, ja. Hier ist nichts mit Weg. Ich habe immer noch Hoffnung, dass ich den mal kurz sehe. Ja, ich habe jetzt ja, auch irgendwo, schon... Irgendwo kloppt hier ein Specht rum die ganze Zeit. Ich habe auch schon ein paar Mal geguckt, aber die Wasseroberfläche ist komplett ruhig. Der wird in seinem Bau liegen und Mittagsschlaf machen. Ja, irgendwie sowas wird er machen. Ja, schade. Aber man kann nie alles haben. Wir haben auf jeden Fall einen Biberbau gefunden. So. Frag mich mal, wo wir... Du wolltest doch um den See rum, oder? Ja. Gut. Wir müssen ja wieder zum Weg vor. Keine Ahnung, wo wir sind. Ja, jetzt stimmt die Richtung auf jeden Fall. Ja, irgendwo da lang, war. Würde ich mal behaupten. Mhm. Hier ist noch so ein Tümpel.
Ja, die Gegend hier ist komplett voll mit diesen. Ja. Oh, guck mal, das Gras da unten drinnen, ne? In der Sule. Boah, das ist so krass grün, Leute. Ja, bis zum Weg werden wir noch ein Stück weiter rüber müssen, ne? Ja, irgendwie also da. Also hier in die Richtung. Ja, irgendwie so, ne? Ja, aber wir kommen ja jetzt hier nicht durchs Moor. Doch, das kriegen wir hin. Hier kommt ein ganzer See, guck mal. Ja, ich weiß. Dann müssten wir entweder drumherum latschen oder wir gehen hier. Wo hier? Hier. Hier drüber. Können wir zwei, drei Stämmchen reinschmeißen und gehen wir da rein. So, oh, die, oh, hast du die Mücke gesehen, wie schnell die geflogen ist gerade? Ja. Ja. Ja, warte, ich gehe mal vor, gucken. Ja, hier kommt man ran. Wasser. Mhm. Brauchen wir noch mehr? Warte. Ich stelle mal kurz die Kamera hier ab, weil dann ja kann man besser das. Ja, guck mal, da hinten. Was ist da hinten? Da kommen wir doch rüber. Da ist es tiefer, sage ich dir 100 pro. Ja. Du kannst es gerne probieren. Ich gehe mal hin. Geh mal hin. Perfekt. Aber wir können jetzt von der Seite gucken, wie Gina hier rüberkommt. Also im Notfall kommt man da durch, das ist recht hart. Survival-Profi. Geht doch. Also der See ist groß. Ja, das ist richtig groß. Da werden wir ganz schön lang außen rum gelatscht. Ja. Und dann weißt du nicht, was da drüben kommt. Nee. Okay. Lass mal hier irgendwie hier durch wieder. Dann da lang, ne? Ja. Ja. Irgendwo in die Richtung muss ja der Weg kommen. Ja, ja. Wir mit einer Orientierung wie eine Bockwurst. Das war auch mal ein Jägerstand das hier? Das war mal ein Jägerstand hier, auf jeden Fall. Komplett zusammengebrochen und vermodert. Leute, sieht das nicht einfach nur herrlich aus? Ja. Oh, ist das wieder eine geile Exkursion. Ich habe so Spaß. Echt cool, ne? Das ist so genial, ne? So muss es sein. Oh, ich finde das so schön, dass man sowas hier noch findet, da einfach mitten im Wald hier so eine offene Lichtung. Deswegen ist das hier bestimmt so ein Naturschutzgebiet. Das ist hier mit der Drohne, wegen dem Biber, die haben dann Angst und sowas alles. Und hier auch der Buntspecht oder irgendein Specht, der hier rumkloppt die ganze Zeit, ne? Deswegen schade, dass man hier mit der Drohne drüber fliegen kann, aber auch richtig so. Musst du dich selbst reinbewegen. Ja. Damit du es siehst.
Oh, hier ist wieder ein Tierpfad, den wir hier verfolgen könnten. Da lang oder wo? So, da. Ja. Ich habe auch noch nicht aufs Handy geguckt. Nö. Vor allem ist mein Handy ja sowieso hier, hat hier kein Internet. Okay. Also von daher müssen wir uns jetzt hier irgendwie durchkämpfen. Einfach mal der Nase nach. Naja. Ihr Lieben, ihr könnt natürlich die ganze Zeit mit uns sprechen. Was er ja meistens auch macht. Ich wollte es nur noch mal sagen. Ja. Der Weg liegt hier ein bisschen erhöht. Von daher würde das passen. Weil jetzt gehen nichts. Wir wieder leicht bergauf. Da ist sie, glaube ich. Ja. Aber ich weiß nicht, ob was ist. Ja, hier gerade durch. Ja, guck mal, da sehe ich eine Schranke auf jeden Fall. Hier, ja. Einfach hier. Ja, da ist aber die Schranke. Ja. Da willst du zur Schranke oder was? Ja, ich würde sagen, ich sehe den Weg. Naja, wenn wir hier gerade rausgehen, sehen wir ihn auch. Ja gut, dann gehen wir da. Der geht ja da vorbei. Ja. Gibt ja nur den einen. Ja. Achtung, Loch. Oh, hast du wieder eins gefunden? Ja. Hab auch Tiefen gescheckt. Geht. Oh ja. So, ich würde sagen, wir haben uns echt gesteigert seit 2 Jahren. Ja. Vor 2 Jahren wären wir hilflos verloren gewesen. Aber sowas von. Auf jeden Fall. Und jetzt haben wir. Jetzt haben wir hier einfach mal straight ganz aus. Ganz alleine wieder hierher gefunden. Ja, hier raus, genau aus dem Wald wieder. Ohne Hilfsmittel. Ja, manch einer würde sagen, ja, ist ja lächerlich, aber für uns ist das wirklich schon. Ja, ja. Manch einer geht ja auch nicht im Wald, der sitzt eh nur auf dem Sofa. Die Frage ist jetzt, in welche Richtung müssen wir? Ja, natürlich in wahrscheinlich die. Da lang, ne? Ja. Im Wald läuft es besser. Wie auf dem Kopfsteinpflaster. Ja, ne? Auf jeden Fall, Leute, war das jetzt eine geile Exkursion. Ich fand es schon wieder, schon alleine dieser Biberbau da, das war so krass, das so mal zu sehen in echt. Das sieht man ja in der Stadt gar nicht. Ne? Also ist ja, da ist vielleicht ein Biber, dann kommen die Jugendlichen, die machen dort Feuerwerk, dann verpisst er sich ja auch. Totschick. Hier steht noch so ein Stein. Da steht irgendwas dran, das kann man gar nicht mehr erlesen. Ja. Ist schon mal einmal drüber geschrieben auf jeden Fall worden. Kann man nicht erkennen. Nee. Okay. Leute, auf jeden Fall voll cool, muss ich sagen. Wie gesagt, schon alleine das Bibertier, der Biberbau, schon das alleine war ein Erlebnis jetzt.
habe ich jetzt auch zum ersten Mal Tatsache wirklich in echt gesehen, wie die dort die Hölzer wegnagen. Ja. Also ich kenne es ja nur aus Filmen. Krass, ne? Irgendwelche Tierreportagen. Aber das in echt zu sehen, Leute, das ist genial. Das hat mir jetzt richtig Spaß gemacht. Kann wirklich, wie gesagt, Leute, es muss ja jetzt keine lange Exkursion sein. Guckt mal, wie lange wir jetzt unterwegs sind. Keine Ahnung. 61 Minuten. Eine Stunde. Und die Stunde reicht, um halt so ein Erlebnis zu haben. Also kann man machen, muss man nicht, aber schon alleine ja. Die Luft hier draußen, Leute, die Luft alleine. Hier ist keine Autobahn, keine Industrie, nichts in der Nähe. Das nee, ist einfach so schön. So schön. Das macht Spaß. Ah, ich sehe ein Stück von unserem weißen Auto durchschimmern. Ja. Sind wir doch ein ganz schönes Stück da durchgeastet, ja, ne? Jetzt hättest du nicht gedacht, dass das so. Aber fünf Kilometer ist dann schon eine Nummer. Ja, was wird das jetzt gewesen sein? Einer? Ich habe keine Ahnung. Einer? Vielleicht? Ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht genau. Mein gut, hier sind wir jetzt wirklich kreuz und quer. Ja, wir sind. Und nicht irgendwie einfach nur der Linie folgen, aber. Genau, wir haben ja jetzt uns hier tatsächlich den besten Weg ausgesucht. Also der ja gut zu begehen ist. Wobei es teilweise ganz schön schwierig war. Aber am 1. Mai, also heute ist ja nicht der 1. Mai, wenn ihr das Video seht, ist schon, denke ich, Mitte Mai. Am 1. Mai sind wir in den Rauner Bergen mit unserem Safety-Team. Das Video folgt und da laufen wir eine gerade Linie durch den Wald, egal was uns im Weg kommt. Wir dürfen einen Meter nach links bzw. nach rechts abweichen. Das ist das Limit. Und dann wollen wir dort durch den Wald auf einer Linie halt. Straight Line. Ja. Straight Line. Mein Gott, ich kann kein Englisch. So, jetzt sind wir hier am Denglerstein angekommen. Auf jeden Fall. Wieder. So, hallo Herr Dengler. Ah. So. Schön. Ah, das war jetzt eine richtig coole Nummer, ne? Ich würde sagen, wir machen eine Pause. Ja. Kann man schneiden dann oder ich mach gleich aus. Nee, mach doch Pause. Also lass es uns doch einfach dann wegschneiden. Sonst musst du dann wieder alles anmachen. Da würde ich jetzt aber die 360 nur ausmachen. Ja. Weil bei der muss ich ein bisschen Akku sparen. Und wie viel? Wie viel? Akku. Was? Ja, der reicht noch für Radio. Ja, ich habe hier noch 20%, das sind ungefähr 20 Minuten hoch. Das reicht, so viele Fragen haben wir jetzt auch wieder nicht. Okay. Ja, ich habe ja hier einstecken Akkus. So Leute, weiter geht's. So, ihr Lieben, jetzt machen wir die Krachmaschine hier noch mal kurz an. Kannst losgehen? Ja. S-Box. Scanning. FM. Hallo. Hallo.
so, jetzt können wir noch mal sprechen direkt. Jetzt, ja genau, jetzt. Wir sind jetzt hier zum Denglerstein gegangen, Leute. Seid ihr mitgekommen, ne? Jawohl. Ja. Ja, Herr Dengler, ist das denn tatsächlich so, dass Sie den Herrn Hermann Göring kannten? Waren Sie denn auch mal zu Besuch in Karrenhall? Herr Dengler, waren Sie beim Herrn Göring auf dem Jagdanwesen in Karrenhall auch mal zu Besuch? Also Sie haben mir über die Stäbe bestätigt, dass Sie den Herrn Göring persönlich kannten, dass Sie sich da mit ihm besprochen haben wegen der Aufforstung neu zugewonnener Wälder. Können Sie das nochmal bitte übers Radio bestätigen? Können Sie da jetzt Ja oder Nein sagen, ob das richtig ist? Ja, und mit der 109 sind wir uns noch nicht so ganz sicher. Herr Kumpf ist jetzt gefragt. Also die 109 oder 109? Was? Ja, könnt ihr uns sagen, was diese Zahl, die 109 bzw. die 109, für eine Bedeutung hat? Also, dass ihr das könnt, ja, wissen wir, aber sagt uns bitte die Bedeutung. Also unser Verdacht ist, vielleicht ist das Bestätigen einfacher. Unser Verdacht ist, dass das unsere Rufnummer sein soll oder könnte. Ist das richtig? Ist da sowas wie ein Gewiss dahinter? Hallo, 101. Hat 101. Ja. Hallo, Herr Kumpf. Können Sie uns sagen, was wir mit der 109 anfangen sollen? Oder sagen Sie uns doch bitte, was wir mit der, für was die 109 steht, die wir jetzt schon mehrfach gehört haben. Ihre Tochter, die Usi, hat die auch gehört. Auf jeden Fall für die Beantwortung der Fragen. Wir haben jetzt sicher sehr wenig verstanden, aber ich glaube, zu Hause hören wir uns das an. Die Delete hört sich das ja auch immer an. Die hört dann das, was wir nicht hören, und wir hören das, was die Delete nicht hört. Wir ergänzen uns ganz gut. Kennt ihr die Delete? Ja.
Also ich weiß das ja, die habt ihr auch schon mehrmals angesprochen in den Videos. Mhm. Oder in den letzten Aufnahmen haben wir ja gefunden, dass ihr die gerufen habt. Oder den Namen so gesagt habt. Ja, und ihr habt uns ja gesagt, dass wir hier mal wieder herkommen sollen. Gibt es denn einen Grund? Wenn ja, dann nennt uns mal den Grund. Sollen wir denn noch mal wiederkommen? Ja, aber ja. Sollen wir dann an eine gewisse Stelle gehen? Sollen wir wieder hierher kommen und wieder uns irgendwie umschauen? Ja. Oder sollen wir was Bestimmtes mitbringen? Wein. Ich habe jetzt Wein verstanden. Ja. Teuren. Naja, Leute, bitte. Oder habt ihr noch ein anderes Anliegen? Dann sagt das bitte jetzt. Also wir möchten euch mal, also jetzt mal, ja, wir hören uns das ja zu Hause an, das wisst ihr. Wir verstehen ja vor Ort immer sehr, sehr schlecht, was ihr sagt. Jetzt haben wir gerade gar nichts verstanden. Aber wir möchten uns mal bei euch bedanken, dass ihr uns heute so diese Rundreise mit diesem super Wetter hier ermöglicht habt und uns da den Biberbau gezeigt habt. Da, ja. Das habe ich auch zum ersten Mal gesehen in meinem Leben. Ich fand das sehr, sehr eindrücklich. Ja. Dafür auf jeden Fall danke, dass ihr uns da halt so den Weg geleitet habt, dass wir genau das finden. Ja. Ist das vielleicht der Grund, warum wir hierher kommen sollten, dass wir uns das hier angucken sollen alles, weil das so schön ist? Panzer, habe ich verstanden. Okay, vielleicht finden wir hier einen Panzer irgendwo im Moor. Das kann, ist ja durchaus nicht ausgeschlossen. Ne? Zum Beispiel. Und die Slawen waren ja hier auch wahrscheinlich unterwegs, ne? Ja, sehr gerne, dann ja. Also sehr gerne waren sie hier unterwegs. Schöne Gegend. Ja. Und die Mönche vom Zisterzienserkloster. Ja, der Weg hier ist ja schon ganz schön alt. Sollen wir denn beim nächsten Mal wieder nachmittags kommen oder wollt ihr uns lieber abends wieder hier haben? Willkommen. Also wahrscheinlich egal die Uhrzeit. Ja. Also wir fanden das heute ja echt sehr, 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 sehr schön hier in dem Wald. Ja. Lieben Dank auch an alle Naturgeister, die hier ja auf die Tiere aufpassen, auf uns aufgepasst haben heute.
Wir versuchen immer nichts oder so wenig wie möglich mit unseren großen Entenfüßen kaputt zu treten. Räumlich habe ich jetzt verstanden. Ja, da würde ich sagen, da kommen wir ja, in ein paar Wochen noch mal her. Genau, wir hören uns das dann wieder in Ruhe an, was ich jetzt gesagt habe. Und ich lege euch gleich noch was hin. Einen kleinen Snack. Dankeschön, ihr Lieben. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Wie spät habe ich jetzt verstanden? Ein Schmetterling. Ja. Wie heißen die? Faunauge? Könnte sein, ja. Das war so ein Brauner mit den großen Augen auf dem Flügel. Tagfaunauge, ja. Faunauge. Na gut, da war ich ja schon mal dicht dran. Ja. Ach, was ist das schön hier. Hier waren wir auch schon immer gerne, Leute. Hier waren wir echt immer gerne. Ja. Und das haben wir nur durch Zufall hier entdeckt. Durch blanker Zufall, weil... haben wir ja auch schon mal im Livestream gesagt, weil da war der Kloster, war ein Konzert hier mit Posaune, Pauken und Trompeten. Also ein klassisches Konzert halt, nicht hier so ein jugendliches Konzert. Und da waren ganz viele Menschen da. Und ja, da brauchen wir uns halt nicht hinsetzen und irgendeine PU machen. Und dann dachten wir, ach komm, wir fahren mal hier ein bisschen durch die Gegend und gucken mal, was hier noch so gibt. Ja. Und zack, waren wir hier. Und das ist auch der Ort hier, wo sich vor 2-3 Jahren, oder wann wir das erste Mal hier waren, sich Rebecca Tatsache über Rückmeldung, Radio, war es auf jeden Fall, glaube ich, hier das erste Mal synchron mit Inga gemeldet hat. Also die beiden Namen haben wir da definitiv und hundertprozentig rausgehört. Und dann fing das auch an bei uns, dass wir da überhaupt den Fall erstmal auf den Schirm gekriegt haben. Wir kannten von dem vermissten Fall Rebecca gar nichts. Und da haben wir uns erstmal kundig gemacht, was ist mit dem Mädel passiert und so weiter. Ja. Genau. Hier ist der Ursprung dessen, also von dem, was wir mit Rebecca zu tun haben. Ja. Und hört, wie schön ruhig das hier ist. Man hört nur die Natur, den Wind durch die Baumkronen wehen. Einfach mal innehalten. Das geben wir euch jetzt mit. Geht raus, setzt euch hin, nehmt euch einen Kaffee, Tee, Gebäck mit, eine Decke, setzt euch in die Natur, seid still und beobachtet einfach. Und mit diesen Worten wollen wir das Video jetzt hier an der Stelle beenden. Wir werden hier noch ein bisschen rumsitzen und einfach genießen. Lasst für das Video ein Däumchen da. Die erste Kamera ist gerade ausgegangen. Akku leer. Und lasst ein Däumchen da. Lasst ein Däumchen da. Wenn ihr noch nicht gemacht habt, gerne auch ein Abo. Es kostet alles nichts. Das Däumchen kostet nichts. Das Abo kostet nichts. Mitgliedschaften und sowas ist bei uns immer alles freiwillig. Das wisst ihr. Gerne da auch mal vorbeischauen. Gibt es ab 99 Cent. Ansonsten, ja, wenigstens einen Daumen da lassen. Da wären wir euch echt dankbar. Da freuen wir uns auch immer. Da wissen wir auch, dass die Videos bei euch ankommen und dass wir da so weitermachen. Konstruktive Kritik nehmen wir auch gerne an. Ja. Dann einfach reinschreiben oder uns persönlich anschreiben über gina.dendi@googlemail.com. Da könnt ihr uns gerne schreiben, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt oder andere Vorgehensweise oder wie auch immer. Das lesen wir uns auf jeden Fall durch und entscheiden dann, ob wir da was anders machen können. Genau. Ja. Ansonsten danke fürs Zuschauen. Ja, schön, dass ihr dabei wart. Genau, und wir sehen uns in circa 15 Minuten im Livestream. Bis dahin, Leute. 3, 2, 1. Bis bald. Man hat echt gerade das Gefühl, man kommt so in eine andere Welt, oder? Ja. Man ist gar nicht mehr auf der Welt, sondern man ist irgendwo anders.